Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandra. Heute möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Ernährungsberatung und Krankenkassen erzählen. Ganz häufig werden wir in meiner Praxis angerufen und hören davon immer, ja, man muss einen Eigenanteil zahlen, man muss alles vorweg zahlen und das kostet so viel Geld. Wir sind einer der wenigen Praxen, vielleicht sogar auch die einzigen, die keinen Eigenanteil nehmen. Das heißt, wir beantragen mit einem Rezept, einer Überweisung, einer Verordnung oder einer sogenannten Zuweisung zur Ernährungsberatung mit einer Diagnose. Also bei uns reicht es in der Regel, wenn wir eine Diagnose haben. Beantragen mit einem Kostenvoranschlag, das machen wir alles in der Praxis, die Ernährungsberatung bei der jeweiligen Krankenkasse, da wir eine bundesweite Zulassung haben und auch die Zulassung per Videoschulung und Beratung, können wir sozusagen alle Patienten bedienen. Es ist dann so, dass die Krankenkasse immer einen gewissen Eigenanteil definiert. Und wir aber diesen Eigenanteil den Patienten nicht in Rechnung stellen. Das heißt, an der Stelle ist es so, dass die Beratung bei uns tatsächlich für euch 100% kostenlos ist. Ganz häufig ist es so, dass wir im Schwerpunkt, nämlich zu 99% mit den Krankenkassen auch direkt abrechnen können, was eben auch eine Besonderheit unserer Praxis ist. Die Zuweisung oder die Verordnung bekommt ihr in der Regel zum Beispiel von den Ärzten. Das kann der Hausarzt sein, das kann aber auch ein Gynäkologe sein, das kann ein Facharzt sein, zum Beispiel Thema Diabetes, Facharzt Endokrinologie, das kann auch ein Orthopäde sein. Wichtig ist, dass es eine Diagnose gibt, also zum Beispiel das Thema Übergewicht, das Thema Diabetes, das Thema Unverträglichkeiten, also zum Beispiel den Verdacht auf eine Unverträglichkeit mit Fructose, Laktose, Histaminintoleranz. Ich selber bin spezialisiert auch auf Mehrfacherkrankungen, natürlich auch immer auf das Thema mit Angehörigen zusammen. Das ist immer möglich, dass man nicht alleine in die Ernährungsberatung geht, sondern in der Regel natürlich auch einen Angehörigen gerne mitnehmen kann oder auch in die Videosprechstunde oder eben auch das Thema Kinder. Das ist ja auch ganz häufig die Fragestellung. Wie gesagt, wir kümmern uns um die Beantragung. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Häufig ist auch die Frage, wie viel Beratung gibt es überhaupt? Also es ist ein bisschen unterschiedlich, in der Regel auf eine Diagnose, bei uns zwischen 5 und 6 Beratungen. Wenn jemand zum Beispiel für die Vorbereitung einer bariatrischen OP Ernährungsberatung braucht, gibt es ja immer zwischen 4 und 7 Termine, die da notwendig sind. Hier ist es so, dass wir eine Sonderzulassung haben. Also für alle die, die mehr als 4, 5 oder 6 Beratungen benötigen, können dann bei uns weiter behandelt werden, nämlich oder weiter beraten werden im Zusammenhang unserer Sonderzulassung. Bei der Sonderzulassung gibt es einmal 3 bis 4 und einmal 5 bis 6 Beratungen und die tatsächlich jedes Jahr. Das heißt, wir können eine Rundumbetreuung anbieten, was vor allen Dingen für die bariatrischen Patienten zum Beispiel nach OP wichtig ist. Wir wissen, dass manchmal auf Rezept die Krankenkassen da zurückhaltender sind, weil die sagen, hat man ja schon alles vorweg gehabt. Bei uns ist das anders. Bei uns ist es so, dass wir viele Patienten eben auch nach OP betreuen, aber natürlich auch für alle anderen Fragestellungen. Ganz häufig kommt auch die Frage, was ist mit Krebserkrankungen, Zustand nach Krebs, währenddessen machen wir auch. Wie gesagt, ich bin spezialisiert auf Mehrfacherkrankungen oder eben auch auf Kombinationen von aktuellen Ereignissen. Bei mir ist es so, dass wir immer Ernährung, Bewegung, sofern das möglich ist, und Verhaltensstruktur kombinieren. Daher meldet euch gerne, wenn da Bedarf ist für die Beratung. Auch wenn schon bei den Kollegen Beratung begonnen wurde, kann man auch einen Wechsel beantragen. Das ist also alles kein Problem. Meldet euch gerne. In diesem Sinne freue ich mich, euch ein bisschen näher gebracht zu haben, wie Ernährungsberatung bei uns im Hause funktioniert. Und wir freuen uns auf euch. Habt einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen können, wie das Ganze in Deutschland funktioniert. Liebe Grüße zu euch und macht's gut.